Hallo Mac-Fans, heute möchte ich euch zwei nützliche Funktionen der digitalen Bilder-App vorführen. Die digitale Bilder-App kommt mit jedem Mac dazu und befindet sich im Programmordner und ist eine wunderbare Möglichkeit, Bilder direkt vom Telefon zu löschen oder herunterzuladen, ohne dafür zum Beispiel iPhoto bemühen zu müssen. Ihr seht, mein Telefon ist schon eingesteckt. Ich sehe alle Bilder, im Moment einfach nur eins, die sich auf meinem Telefon befinden. Und ich hätte jetzt hier die Möglichkeit, einzeln auszuwählen, welche Bilder ich denn übernehmen möchte. Kann mit diesen arbeiten, diese drehen oder löschen oder einfach für den Import in einen bestimmten Ordner vorbereiten und dann importieren. Ganz einfach. Der zweite nützliche Punkt ist, dass ihr hier unten auf der linken Seite die Möglichkeit habt, festzulegen, was denn geschehen soll, wenn dieses Gerät eingesteckt wird. In diesem Fall wird kein Programm geöffnet. Ich hätte hier allerdings auch die Möglichkeit, ein Programm meiner Wahl automatisch öffnen zu lassen. Wenn euch das schon immer genervt hat, dass euer iPhoto mit aufgeht, wenn ihr das Telefon einsteckt, hier könnt ihr das deaktivieren. Die digitale Bilder-App kann jedoch noch ein bisschen mehr und dazu werde ich einfach noch ein USB-Gerät einstecken. Gebt mir dafür kurz eine Sekunde. Wenn ihr nämlich einen Scanner euer eigen nennt, dann ist die digitale Bilder-App auch ein wunderbares Frontend für den Scanner. Ich habe hier meinen Canon-Scanner kurz eingesteckt und ihr seht, sobald ich da draufklicke, wird ein Übersichtsscan durchgeführt. Und ich habe die Möglichkeit, mit dieser Vorschau zu arbeiten. Auf der rechten Seite kann ich dann entscheiden, ob das als Graustufenbild oder wirklich als reines Text-Schwarz-Weiß-Dokument übernommen werden soll oder vielleicht wünsche ich ja Farbe. Ich möchte euch zeigen, wie ihr schnell nach PDF scannen könnt. Da bietet sich Schwarz-Weiß an. Ich kann die Auflösung bestimmen, je nachdem, was denn der Scanner hergibt, aber eine kleine Auflösung ist für so eine PDF-Datei gar nicht mal die schlechteste Idee und also lasse ich es auch hier bei diesen 150. Die Größe kann ich vorgeben, entweder in Zentimeter oder in Zoll oder Pixel. Ich kann das aber auch einfach hier auf der rechten Seite bestimmen, indem ich das größer oder kleiner ziehe, wie ihr es hier seht. Ich lasse es einfach mal so groß, wie es hier war. Ich habe die Möglichkeit festzulegen, wohin die Datei gespeichert werden soll, welchen Namen die Datei bekommt und ganz, ganz wichtig, welches Format. Es werden die üblichen Formate angeboten und für unser heutiges Ziel ist natürlich diese PDF-Datei genau richtig. Am Schluss kann ich noch sagen, ob ich eine Bildkorrektur brauche oder nicht. Und alles, was ich dann am Schluss noch tun muss, ist hier einmal kurz auf Scannen klicken. Und dann beginnt der Scan und am Schluss steht eine PDF-Datei. Nicht, dass das tatsächlich hingehauen hat. Wenn ich allerdings jetzt hier in meinen Finder zurückgehe und da auf Bilder gehe, dann findet sich da drin die 2011 PDF. Und wenn ich die doppelt anklicke, geht ganz normal Vorschau auf und mein Scan befindet sich da drin. Hat also wunderbar geklappt, genauso wie man sich das wünschen würde. Das heißt, diese digitale Bilder-App kann für uns zwei Dinge übernehmen. Zum einen, sie kann ein wunderbares Frontend für einen Scanner sein. Zum anderen erlaubt sie uns, Kameras und iPhones so anzusprechen, dass wir gezielt Bilder löschen oder herunterladen können, aber auch festlegen können, was denn geschehen soll, wenn denn das Gerät eingesteckt wird. Schaut euch die digitale Bilder-App einfach mal an. Die kann wirklich so einiges und ist sehr, sehr nützlich.